Nö, da gibt's keinen Schalter, das sagt scheinbar immer dasselbe. Oh, was hast du, Teufel? Schatz, was ist denn hier? Du, ich meine, wir können das nicht ertragen, passiert was. Komm her! Sprich mal, dass so alles gut wird, hörst du? Na, wie denn sonst? Alles Sieg, schon so gut wie in der Tasche! Schwör, dass dir nichts geschehen wird. Natürlich, kenn ich doch gar nicht, Liebste! Ich hab diese furchtbare Ahnung, dass... Schon eine Gefahr gemeistert! Bin wieder der Vertrauen! Vertrauen aus! Hör doch zu, mein Herzblatt! Werd das schaffen! Jetzt war so wie immer! Zusammen! Ja, du hast recht, Liebste. Verzeih mir meine albernen Worte. Schon geschehen! Wo geht's? Packen wir's in den Schuft! Ey, ich wollte doch mal speichern. So ein gigantomanisches Ambiente war auch zu erwarten. Naja, ich hätte es besser gemacht. Oh Güte, das sehen Sie nur. Soll man diese Apparatur auch übersehen? Tja. Voll die winzige Maschine. Ich hätte eine größere gebaut. Kein Kamerad, er ist fertig. Es fehlt nur noch der zweite Venuskristall. Oder irgendwie so habe ich schon. Alles ist breit. Meine Herrschaft kennt sogar keine Grenzen mehr. Angeber. Toll. Halt, Schurke! Ihr! Könnt ich eure Präsenz? Sie an! So steht also mit der Treue der Orden! Aber die alten Kräfte werden schon die Kürze lernen! Dass es kein Zurück mehr in die Vergangenheit gibt! Ich bin die Zukunft! Und gleich ist er tot. Sie, mein Herr, sind nichts dergleichen. Sie sind allenfalls das größte Übel unserer Zeit. Dann machen wir nur Schluss! Narren! Ihr konntet schon auf der Venus nichts gegen mich errichten! Als nach der Kristallengrub! Diese Maschine zu betreiben! Was glaubt ihr, hat sich seitdem geändert? Ja, unsere Fähigkeiten sind gewachsen. Unsere Kenntnisse sind gestiegen. Werden es mit ihnen aufnehmen. Schon die Ansprache! Ihr haltet euch für stark genug, mir die Stirn zu bieten? Mir, vor dem selbst die Orden zittern? Har, har, har. Mir, der eine kaputte Kapslock-Taste hat? Eure Art wird bald wieder den alten Gehorsam lernen, Affenbrut. Aber ihr werdet das nicht mehr erleben. Seht, worauf ihr euch eingelassen habt. Oh, ich bin schon wieder ganz unten. Angeber. Ihr Sapper. Großer Bürgerschein. Sehen Sie nur, was er angewachsen ist. Schauderhaft. Sogleich, dass er ein aufgeblasener Kerl ist. Ihr Ziel! Sicher der Schuss! Feuer! Seid ihr von einer kleinen Herausforderung, Äffchen? Oh, Vorsicht, meine liebe Freunde. Ihr Schirm scheint bei euch so stark. Ich habe da gerade noch eine Idee, was ich machen könnte. Schutzschirm blau. Kälte und Wasser, Feuer und Schläge. Aber ich muss noch mal kurz was machen. Geht gleich weiter. So, es geht nun direkt weiter. Schauen wir uns das noch mal an, was so toll war. Ja, komm, jetzt zapper mich nicht voll und lass mich dich töten. Das werden wir uns übrigens noch öfters anschauen dürfen, weil ich es nicht beim ersten Mal schaffen werde. Also machen wir auf jeden Fall wieder einschätzen und... Ich glaube, Schläge waren effizient, ne? Und was jetzt, Eis oder Feuer? Werden wir gleich sehen. Toll, ich bin schneller als er. Wunderbar. Ist schon was Gutes. Erstmal Feuer. Feuer und Schläge. Faustschlag. Ihm kann ich ja de facto keinen Schaden machen. Ich greife auch mal an mit ihr. Ich glaube fast Feuerball ist... Eigenartig! Ich bin ein Schutz um eure Hirne! Nennt sich Kopf. Für uns Günsten werden wir uns nicht weit kommen. Wenn sie wollen, oder über den Kampf bis hin! Ah, ich ertaste ein Tor! Gott bin ich, abscheulicher. Gleich bist du mein! Ja, doch, das haut rein. Naja.
Wogenprall. Ich hab Angst. Jetzt kommt gleich die nervige Stellung. Eine mittlere Heilung reicht da auch. Hallo, ich spüre ein Ziel. Es ist stark. Ich kann. Nein! Komm zu mir, mein Kind! Herr Professor! Schnell, seine Pillen! Komm nicht zu mir ran! Ihr wolltet mich klein halten, mich schlafen lassen, ihn mir entziehen! Ha, du bist der mein! Jetzt habe ich die Kraft, mich eurer zu entledigen! Ey, das ist nicht nett. Professor, lass ihr mal auf! Damit! Was sollte ich? Hört, wir müssen versuchen, irgendwie wieder vom großen Bürger reinzuziehen. Aber wie? Also, du kannst nur über Magwitz Fähigkeitenmenü und nur das von Magwitz ab der nächsten Runde beginnen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Ja. Große Bürgerkraft an. Argumentieren. Ich glaube, also die drei haben wir jetzt. Kunst, Einstellung, Zwang-Rhetorik. Mit Kraft der Logik. Schmeichelnde, werbende Worte zu finden. Ich glaube, drohen musst du zweimal machen und dann irgendwie irgendwas anderes. Das ist dann schon schwieriger. Oh nee. Boah. Ja, du sollst drohen und hier nicht irgendwas sammeln. Sind nicht im Wald beim Blumen sammeln. Voll wieder herkommen und nur Platz annehmen! Du hast keine Widerspenstigkeit vor dem Feind! Hallo? Ich hatte mit läppischen Pflege gerechnet. Diese herausfordernde Art imponiert mir ja beinahe. Ja, super. Nein. Argument. Ich weiß gar nicht, macht er das jetzt automatisch, weil er hat ja... Argumentier mal. Oh Gott. Sehen, woher? Sofort herkommen oder setz was! Er ist roh und vereinfacht imponierend, aber du machst dich lächerlich! Es gibt nichts, dem du mich ängstigen könntest, wird's freuen! Ich hab einen Husterfall. Glaub, mich einschätzen zu können! Ihr wisst gar nichts. Magwitz ordnet seine Gedanken, das kann nichts werden. Na, jetzt muss ich mal kurz hier. Ich versuch's mal mit Sprung und Gruppenheilung. Professor, ihr seid gestalten mit der Freiheit! Seid ihr zu gut und zu böse? Große Bürger Sieg! Seid mit aus! Der Begriff beides an Eisens! Hör euch auf ihn, begabter Wicht! Mein treues Lakaien werde ich schon ein wenig Spielraum lassen! Schlag mit hier, Uniform, Männlein! Ich bin noch nicht überzeugt! Bin nicht überzeugt. Schutzschirm rot. Feuer und Donner, Kälte, Wasser, Tritte und Rammangriffe. War ja klar. Ach ja, war das jetzt bitten oder? Ich weiß gerade nicht mehr so genau. Gruppenheilung 3 reicht im Prinzip momentan auch aus. Glaube ich aber mal. Das ist ja natürlich konfus, ich glaub's einfach nicht. Heben wir erstmal auf. Hm? Ja. Zum Glück habe ich Heilung und so. Was bitten? Ich weiß gar nicht mehr. Flammeninferno, ja. Ob die Reihenfolge noch wüsst. Oder was dann wieder drohen? So, ihr Gefährten! Professor! Bestellen Sie sich nicht gegen uns! Sondern Anhänglichkeit ist nichts weiter als andere Worte für Schwäche. Ich bin frei davon, Wimmerling. Nein, das war's also nicht. Nochmal argumentieren. Jetzt habe ich was falsch gemacht. Scheiße. Naja. Ich sehe nur noch die Kleinigkeit der Machtlosigkeit. Vielleicht soll ich es auch mal vorlesen. Lang her, seit mein Gegner dazu brachte, die dritte Phase zu modulieren. Diese Bastion wird eure armseligen Kräfte vergeblich anrennen. Dann war es doch argumentieren. Und dann bitten. So, und ich muss heilen, so ein Mist. Erwählt und den Bürger, wenn sie euer Mächtigen!
Genüge sein Geschwätz, Lakai, zerschmettere ihn! Leise Bürger gibt! Sie haben Spotheit durch Anfall zweiklassig! Zweiklassig? Ich? Das ist doch! Ich verstehe, worauf du hinaus willst! Warte, ich komme rüber! Lass uns den Gedanken vertiefen! Du Teufel, komm zurück! Achtung, alle gepackt! Wie, was? Schnell, wir sind die Pillen ein! Ach, was für ein mieser Gemeiner! Du Gütiger, was haltet da für ein Schein nach? Komm zurück, Herr Professor! Zurück? Riesen da, warum ist schon wieder so wunderlich zumute? Bring mir eine Sache! Du sollst den ganzen Brocker legen! Ach, den da, hoho! Bin der, das ist eine treffliche Idee, liebe Leutnant! Ihr wagt es, mein Gauwerk zu unterbinden! Dafür werdet ihr bezahlen, Affenbrut! Ja, das hat sie jetzt auch erledigt, bitte. Also einschätzen, Fähigkeit, Stille und Schlaf. Nicht mehr konfus, das ist schon mal gut. Grün, Feuer, Donner, Luft, Sprungattacken und Überraschungen. Machen wir eine kleine Gruppenheilung. Und Frostdorn müsste auch helfen. Verfehlt. Wunderbar. Ich habe ja auch normale Heilung, fällt mir gerade so auf, ne? Was soll der Geiz? Naja, schön, jetzt können wir da mal das Eindruck auf ihn. Naja, geht so. 1 HP, okay. Da haben wir jetzt auch schon Stufe 2. Was mache ich mit ihm? Ich habe nichts Wassermäßiges. Nicht betroffen, nicht betroffen, toll. Okay, dann würde ich sagen, ich greife einfach so mit ihm an. Vielleicht vergifte ich den Schild ja. Möglicherweise. Nein, scheinbar nicht. Das vergesse ich ja immer wieder, dass ich vergiften kann. Ne? Komm schon. Ich hätte gerne endlich mal den Schild unten. Oh, ich habe Angst. Ich weiß, fast schon beeindruckend. Gruppenmeilung 3 reicht. Hoffe ich. Was soll ich anders machen? Ja, greift an und so und bla 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 und sowieso und überhaupt. Ah, jetzt habe ich Konfusion. Naja, was soll's. Ist das nicht so wichtig? Nicht betroffen, nicht betroffen, ne? Blindheit vielleicht. Irgendwas wird schon funktionieren. Oder auch nicht. Eher nicht. Habe ich hier noch so Mana technisch? Hab ich noch, sehr schön. Ist alles nicht sonderlich effizient. Null. Absolut überhaupt nicht. So. Moment, das war das richtig, oder? Ja, das war das richtig. Gut. Damit sie schön weiterheilen kann. Das ist eh der letzte Kampf. Nur benutzt wohl das Zeug halt doch mal. Ausnahmsweise mal. Nein, da will ich hin. Ich hab davon ja genug, von daher. Ach nein, das funktioniert auch eh nicht. Schirmwanks! Dann schließt Bekanntschaft mit meinen wahren Kräften, seht! Kaugewerke Schutzwelle, mögt euch nicht aufhalten können, aber ich stehe es mit unverhohlener Macht! Was willst du denn machen, hm? Tage verstummt. Ha! Ist ja wunderbar.
Einschätzen. Stampfen. Druckmalung 3. Ich versuch's aber mit Flammen des Inferno. Ah, doch, das zieht durch. Das haut rein. Großer Bürger, 7500 und 1500 pro Tentakel. Feuer, Donner, Schläge und Überraschungen. Okay, Schläge und Überraschungen. Da habe ich doch gleich mal was im Angebot. Okay, passt. Ein Gegner halt nur. Ich versuch's mal weiter. Damit und damit und damit. Ist geschockt. Spuckt Sekret. Och nein. Ah, das geht trotzdem, ist ja cool. So. Vielleicht kann er den großen Würger ja vergiften. Den er zum Beispiel nicht trifft. Jawohl, ist geschockt. Ja, doch. Sehr gut. Guck mal, dann 4 Meile lieber mal. Ein Festmahl für meine Arme abgeben! Und doch nur einen kümmerlichen Happen! Frechheit, ich bin ausgesprochen appetitlich! Puh, nicht betroffen, zum Glück. Komm, geschockt. Ja. Seine Arme wollen einfach nicht sterben, das ist doch kacke. Gut. Er kann mit Stille leben, wie es aussieht. Probier nochmal eine Gruppenheilung 4 raus. Was natürlich total effizient ist, da sie wieder als erstes darf. Aber wenn es mal gut wäre, dass sie als erstes kommt, ne? Dann nein, dann. Typisch Frau kommt nie dann, wenn man es braucht. Ha, großer Wirke ist geschockt. Ja, das ist schon gut. Oh. Ja, Kurven halt nötig und so, ne? Bla bla bla. Kennt man ja schon. Wo sie die ganzen Gegner getötet hat. Die paar Level kommen jetzt zugute. Wir machen einfach mal weiter. Und Eleanor braucht dann demnächst mal wieder mehr Mana. Jawohl. Komm schon. Ah, schade. Aber es geht Richtung. Ja. Und schnell jetzt der Bogen! Er ist schon bekömmlicher, wenn man ihn nur ordentlich klopft. Jawoll. Oh, greift an, wie niedlich. So, jetzt nimmt er noch ein Balsamöl. Bin nicht verletzt. Feuerball ist hoffentlich effizienter, irgendwas, also hoffe ich mal. Ja gut, kann man auch nehmen. Vorteil ist, dass er recht langsam ist. Ach, das war's, ich schau mal. Was mir natürlich den Vorteil gibt, dass ich immer als erstes angreifen kann. Oh, er hat den Schock überwunden. Wie mir egal das ist, wie egal mir das ist. Ich nix Deutsch. Ach, Flutwelle, komm. Das ist so unkreativ, weißt du das? Schau mal was Neues aus. Ich hau kräftig ohne Makel und abgerennt ist der Tentakel. Schreib für diesen holprigen Reim, verdienst du den Tod! Hast du nichts anderes gewesen? Sind deine Fässer liebst? Das kommt wahrscheinlich auf die Sichtweise drauf an. Komm schon. Oh, er ist geschockt. Wie schön. Finde ich toll. Ich mag es, wenn der Gegner nicht zurückschlägt.
Ach. Ey, schockierend, wie gut ich bin. Es tut weh, ich weiß. Ich könnte ihn versuchen zu vergiften, aber das wird wahrscheinlich eh nicht gelingen. Deswegen schmeiße ich lieber Feuerbälle auf ihn. Ach komm, nimm mal eine große Heilung. Was soll der Geiz? Ich hatte den schwerer in Erinnerung. Gut, hängt natürlich auch davon ab, dass wahrscheinlich mit der Tatsache zusammen meine ich, dass Heißen mich nicht wirklich verwirrt hat. Also der böse Heißen. Was durchaus passieren kann, was dann sehr unlustig ist. Sehr, sehr unlustig. Und ich habe, glaube ich, diesmal auch noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, habe ich fast das Gefühl. Also beziehungsweise ein bisschen mehr Level, ne? Sache natürlich deutlich anhebt. Ach, er ist wieder geschockt, wie schön. Das läuft doch schönstens. Ja, ja, komm. Ach, schon wieder geschockt. Das ist ja wunderbar, wie das läuft. Und so kann es weitergehen. Hoffe ich mal, dass es so weitergeht. Schön. Brauchen wir ja Balsamöl, ne? Jetzt wird es ja nichts mehr. Okay, das hätten wir jetzt sparen können. Ich habe übrigens gewonnen. Oh, dazu sage ich jetzt mal nichts. In Harren, mit Beinen gewonnen zu haben. Geh's raus, kleine Charge. Aber der Apparat ist in Gang gesetzt. Nur anders, als ich ursprünglich beabsichtigte. Was, wann reden Sie da? Meint ihr etwa, ich hätte zwei Vergnügen am großen Instrument gespielt? Der Mächtige ist keine Einverordnung, sondern ein Kalibrierungsinstrument. Schlau, kleines Äffchen! Und da ihr die Eingabe unterbrochen habt, werden sie die freigesetzten Kräfte gegenseitig in die Höhe schaukeln! Ziellos, unaufhaltsam, zerstörerisch! Schau das Ding wieder ab! Was ist das mal? Harharharar! Das ist euer Ende! Sterbt! So. Komm ich jetzt zurück! Er ist eher unwahrscheinlich, ne? Kaprat. Kurz das Springen, falsche Stimme. Was geht hier vor? Wo ist der Bürger? Ist der? Alle Feind, zur Strecke gebracht! Aber ich fürchte, wir kamen nicht rechtzeitig genug, unser Werk vollends zu unterbinden. Der Rat wurde in Gang gesetzt, unkontrolliert. Bei den Booten, falls diese Maschine explodiert, reißt die gesamte Wolkenstadt in den Himmelsabgrund. Es muss eine Möglichkeit geben. Das zynische Prozedur abzuwenden. Ich fürchte, viel zu spät, Preußen. Ich hab nur die Evakuierung. Soll ihn natürlich gerne die Meteor als Rettungsboot zur Verfügung, Hochmeisterin. Wolkenstadt aufgeben und an meine Art den Tod überlassen. Ich konnte es dazu kommen. Wenn sie das wenn sich die Apparatur durch eine Melodie aktivieren lässt, soll sie sich auf diese Weise doch auch wieder befriedigen lassen. Frieden lassen. So schon, mein Lieber, aber nehmen wir einen begabten Spieler, der zu fähig ist. Bürger ist, war einer der wenigen meines Volkes, die jetzt in der Lage wären. Stell mich zur Verfügung! Was willst du für uns tun, Menschling? Schatz, deine Künstler und Fettes Klimperer im Casino reichen, aber das ist was anderes. Ja, dann ist sie schon! Ja, das ist die einzige Möglichkeit! Ich hab recht, Leutnant. Greifen wir nach diesen Strohhalm. Schnell, jede Sekunde zählt. Gütiger, jetzt geht's an die Struktur. Alles im Buch, willkommen, Sie Hochmeisterin. Ich bleibe auch hier. Lass mein Liebsten nicht zurück. Schicksack! Sorge um dich! Glück! Kann ich arbeiten! Lass mir nichts vorschreiben! Fässer! Kreatur! Hat recht, liebe Freundin. Machen Sie es doch nicht unnötig schwer. Nein, ich bleibe hier. Hörst du, Schatz? Man hört voll die Dramatik in meiner Stimme. Was? Nein! Lasst mich! Schnell! Jetzt! Bring sie in Sicherheit! Nein! Du hast versprochen, dass dir nichts geschehen wird. Das ist versprochen. Nein! Anständig viele Tasten! Mögen wir ja mehr Arme, als geschicklich sind! Na dann! Das ist auch ein Interesse. Obacht! Hängt der Schatz in der Art! Und voll verspielt. Ja. Stehe! Ja, dann mal die Monatur spiegeln! So geringer fällt die Explosion aus!
Und woher weißt du, welche Melodie er spielen muss? Ich sehe hier irgendwie keine Note. Nur, die Zeit wird knapp! Das weiß man, oder? Reichlich knapp! Schwarzer Bildschirm. Nicht mehr so schwarzer Bildschirm. Na komm. Ich war fertig! Ja. Aber nur fast. Der Turm! Er hat es geschafft! Explosion zu begrenzen! Die Stadt ist gerettet! Oh, scheiße, wir tropfen aus dem Fenster! Freut euch, Menschlinge! Die Stadt ist eh total hässlich. Das kann nicht sein! Liebster! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist schrecklich. Der Mut unserer Leutnants hat schon aber 100 Leben vor dem Tod bewahrt. Wenn wir weinen, dann weinen wir um einen Held. Nein. Nein. Oh nein. Nein, doch. Oh. Ja, das musste jetzt einfach sein. Schwarzer Bildschirm übrigens. Sieben Jahre später. Ich weiß wieder nicht, wo die Musik her ist. Illusion of Time? Nee. Ich komme nicht drauf. Es ist unerhört, uns so lange warten zu lassen. Wo bleiben sie? Beruhig, dem Menschlingen fehlt einfach noch die Übung in pünktlichen Weltenreisen. Allmählich wird das Publikum unruhig, hohe Ratsvorsteherin. Das ist Willi. Sie kommen schon noch. Sie werden es geschafft haben, ihre merkwürdige Kapelle anzulanden. Werden sie es auch fertig bringen, besetzen Gefolge von Kugel zu schicken. Mann! Dann sehe ich sie, sie kommen. Gut, Zeremonienmeister, dann sorge für eine Feier, die der Würde des Anlasses entspricht. Du weißt, dass nicht alle mit meiner Entscheidung glücklich sind, dich damit zu betrauen. Ich werde sie nicht enttäuschen, hohe Ratsvorsteherin. Spiele mir Menschmusik. Scheißlich, du bist sicher, dass die Menschen Quake nicht als ebenso Questie empfinden wie wir. So schön das klingt, dafür gilt das als Wohlklang. Hellraum bergt schon seltsame Absonderlichkeiten, ja. Das ist die Hölle. Ein Klang! Der mich hat irgendwas, Schleicher! Kotlitzer, eure Exzellenz. Hä? Steht ja kein Wort bei dem Radau! Was sagt er? Mein Name ist Kotlitzer, eure Exzellenz, nicht Schleicher. Bleib nochmal! Doch auf Boden, den Namen des Verräters noch einmal zu mir gegenüber zu äußern, Kotlitzer! Pardon, eure Exzellenz, es kommt nicht noch einmal vor. Na, ist ja gut, Schleicher! Wunderbar. Auf was? Dein Alkohol aus dieser Richtung. Ganz recht, Herr Präsident, das ist die Blaskapelle, sie spielt einen Begrüßungsmarsch. So, wer kommt denn? Wir, eure Exzellenz. Wahrhaft, mal schön, mein angenehmer Gast! Treffe ich bemerkt, Herr Präsident, bitte dahin lang. Göttlich. Ich grüße Sie, Exzellenz. Darf ich die Treppe hinaufhelfen lassen? Also nicht, umsonst, ein mechanischer Elch! Obacht! Hurra! Durchbruch! Kann man denn immer noch gewählt? Entschuldigen Sie bitte vielmals unsere Verspätung. Eine Ihrer Ehrgäste musste erst noch Ihre Kinder einfangen. Was ein zureizender Spielplatz für kleine Menschen. Ah, Sie haben sie, beinahe. Oh, guck mal, Effi, was hier für komisches Gras wächst. Meine Mama hat dir doch erzählt, Willi. Sie war ja schon einmal hier, Willi. Ich hab mir gedacht, sie gibt einfach nur schrecklich an. Wilhelm, kommst du endlich her? Oh, Willi, deine Mama hat dich mal wieder Wilhelm gerufen. Mach ich nicht mehr, was sie sagt. Aha, Alan. Hol weg von der Pflanze. Ich kann dir noch erzählen, was da passieren kann. Ja, Mama. Wie siehst du denn schon wieder aus? Deine Pflanze ist schon wieder halb offen. Mit dem blöden obersten. Ach, herrlich. Gib doch den blöden obersten Knopf immer so schwer zu. Warte, ich helfe dir. Sieht gleich wieder wie ein braver, lieber Junge aus, Willi. Guck mal, was der Willi für eine komische Pflanze entdeckt hat, Mama. Deshalb musst du einfach von uns fortlaufen, Efi. Oh Gott, so viele Frauen. Einfach zu verhalten deiner Tochter, Schatz. Das ist eine sehr schöne Pflanze, Efi. Du hast ein gutes Auge für die Wunder der Natur. Danke, Papa.
Oho, ich bin der, die Kinderchen fallen ja immer noch umher. Da müssen wir schon längst aus der Diele sein. Also Abmarsch, hopp, hopp. Den Kopf vor allem. Nee, hä? Ja, wir sind hoffentlich. Musik aus. Anne ist eingeschlafen. Möchte aber noch Evis neben Evi sitzen. Sehr fein überlegt, junger Mann. Aber solange ihr still zu sitzen habt, setzen wir euch lieber an zwei verschiedene Enden. Richtig, Eleanor? Ja, komm, richtig. Komm, Willi. Darüber, hinüber. Ui, wie langweilig. Ah, Kinderstimmen sind grausam. Und Frauenstimmen auch. Wir setzen uns zu Eve, Papa Evi. Meine Nichte räumt doch gerne ein Plätzchen ein. Eieiei. Finde die Menschen nach wie vor irritierend. Zeit für Reden, um die Choreografie nicht zu gefährden. Natürlich. Exzellenz, Ihre Rede. Eure Exzellenz. Hallo? Er hat Wasser aus meinem Akkordeon gelassen. Es ist Zeit für Ihre Rede, Herr Präsident. Ah, natürlich, natürlich. Gut aufgepasst, Schweiger. Wie konnte der wiedergewählt werden? Gut, ich würde ihn auch wählen. Ihr Pinguine, euer volles Geschnatter wird man alles Herz. Ein die Föderalenvereinigung, Hoppenhof ruft, seid gewiss, dass ich immer kommen werde. Ich habe halt 95 Jahren, ja schon vieles gesehen. Eure Erinnerung an. Wunderbar. Das will ich auch irgendwann machen. Eine Rede halten und einfach einschlafen. Oh, Blitz, Schleicher, seid ihr schon vorbei? Sie haben die Versammlung belebt und hingerissen, Eure Exzellenz. Soll ich meinen? Kann ich selbst nicht leiden, wenn jemand schwurlos was hinfasselt? Herrlich. Ich glaube, Sie müssen keine Sorgen mehr haben, dass Ihre Rede da mithalten kann, Hohe Ratsvorsteherin. Wie der Kopf immer mitbewegt. Das sollte man mal korrigieren. Es gehört zu dem Wunder unserer Zeit, dass wir uns heute als Freunde miteinander versammeln können. Dabei sind es nur 7 Jahre her, als wir noch gegenseitig mit furchtbarem Krieg überzogen hatten. Doch ebenso lang liegt nun die Tat zurück, die alles änderte. Dankeweit pflanzte, wo zuvor nur Hass gedieh. Tapferer Einsatz weniger Menschenlinge bewahrte mein Volk davor, selbst Sklave seiner Herrschsucht zu werden. Es waren Menschen, die uns Tentakel vor der Gewalt des großen Bürgers bewahrten. Und mehr noch. Als uns viel hundertfacher Tod drohte, als unsere Heimatstätte selbst aus den Höhen des Himmels zu stürzen drohte, selbst aus den Höhen des, da warf sie ein einzelner Menschling beherzt dazwischen. Vor allem ihn zu ehren, sind wir heute hier. Er rettete nicht nur die Tagler und pflanzte damit auch den Keim, aus dem unser Vertrauen wuchs. Enthüllt den Helden! Ja, da kommt es irgendwo aus dem Nichts, der Kran, natürlich. Bisschen klein, oder? Ist das Papa? Ja, Willi, was ist der? Du kannst wirklich doch sein Vater sein. Wäre zu schön, wenn er doch auch hier sein könnte. Sehen Sie mal, Exzellenz, der General kommt. Mein liebes Pinguin, prächtig! Wie schön, er hat es doch auch geschafft. Herrliche Klinge! Herrlicher Anblick! Ja, von Magwitz. Wir hatten kaum noch mit ihm gerechnet. Wurden dringend Angelegenheit aufgehalten, die eine ganze Konstellation erforderte! Ein Formular? Ein Knopf! Sie scheinen jede Herausforderung meistern zu können. Wenn wir etwas Zeit bis zum Höhepunkt haben, freuen Sie die Versammlung doch bitte noch einmal mit der Erzählung Ihrer wundersamen Rettung aus der Turmspitze. Achtung! Es muss einfach sein. Achtung! Im Griff, Rede zu starten! Sind wirklich sicher, dass er keiner von den mechanischen Dampfmännern ist? Von der Zelle auf, liegen an! Bereit machen! Folgende Gliederung aufzunehmen! Erstes Trümmerstück rastern! Zweites Stück rastern an! Drittes Trümmerstück rastern an! Das langt für mich zu hören. Dort gar nicht mehr auf offizielle Feiern, sich gar nicht mehr auf offizielle Feiern. Überall laute mit seinen Heldenbericht. Ach, ist der nicht großartig? Also, keinermaßen, in musikalischer Absicht, explosionsbedrohte Turmspitze begeben! Ja. Also, meine kleine Weise, meine hat das Ende gespielt! Da galoppiert er mir die Zeit davon!
Zum Zerfassen mehrere Stücke unendlicher Größe. Über noch architektonische Anarchie. Klingt doch du Musik. Mittendrin ich. Und schon flog mir die Trümmer um die Ohren. Ja, genau. Können wir noch ausweichen? Flog das extra an. Deckung blieb keine Zeit. Ja, genau. Tollgut für den Streich. Das schmettert die Gefahr. Du warst ein Brock auf ihn zu. Zu schnell und zu entweichen. Zu groß ins Zaun. Ja, genau. Schien aus zu sein. Das haben wir auf die höchste Tugend des Echtkavallisten. Große Gefahr und hinter die Geist stellen und dem Bund ins Denk zu vertrauen. Ja. Genau. Mhm. So macht es auch immer. Und bleibt dann in der Luft stehen. Ich selbst mit einem übermenschlichen Reflex. Fahrenzone kalibriert und gerettet. War die nur Spannkraft, nur durch jahrelanges MCS Hangschlagen. Für irgendwas muss das ja gut sein, ne? Ende! Schlimm finde ich die Stelle, an der er dann auch noch beginnt, in Zeitlupe zu erzählen. Du sagst es. Immer wenn das Ende schon fast reicht, glaubt den und steckt dieser Unmensch. Großartig wie und je, mein Held. Amazon, was hältst du davon? Wenn ich deinen Freund bei Gelegenheit wieder erinnere, Alter. Uiui, sie sind alle furchtbar krank, Papa. Schon wieder! Schon die Konstitution! Jetzt Zeit, dass die beiden Soldaten alle kommen! Jetzt, hoher Rat, verstehe ihn. Ja, schön, wie die Kapelle noch spielt, aber die Musik irgendwie nicht mehr. Schöne Sache. Da hat wohl jemand eine Kleinigkeit übersehen. Fallende Turm war sein unübersehbares Zeichen. Eine Arroganz der Macht hat uns den Abgrund geführt. Seht, was uns stattdessen die zurückliegenden 7 Jahre beschert haben. Seit Stunden schmelzen die mit vereinter Kraft wieder aufgerichteten Maschinen in das Eis der Pole. Bald wird Mars wieder von seinem heimbringenden Netz umspannt sein. Die Kanäle füllen sich wieder. Und nächste Zeit für diesen. Ui, Wasser. So, toll. Wunderbar, wie gleichmäßig ohne Wellen das aussteigt. Natürlich kommen auch gleich Fische mitgeschwommen, ne? Kennt man ja. Ja, schön. Hast du vorzüglich abgestimmt, Zeremonienmeister? Nehmen können unsere Kugel zurück. In ein paar Jahrzehnten dann gibt es 2 blaue Planeten. Das ist ein Abenteuer, das andere schreiben sollen. Oho, ich bin der M. Ich ziehe es hinaus in ganz unbekannte Weiten. Meinst du, sobald du ein Papierkrieg um unser neues Forschungsprojekt gewonnen hast? Ach, diese modernen Zeiten ersticken auch jeden Abenteuergeist. Ja, weil es ja früher nicht so war, ne? Juhu, wir sind durch. Boah, endlich ist er fertig mit dem Scheißspiel, ey, Adai. Ja, noch nicht ganz. Da-da-da. Ah, schön. Tut mir erstmal selbst weh. Ah, fuck. Das war nicht geplant. Reiß ins All. Muss ich jetzt irgendwas drücken? Nein, ich drücke am besten gar nichts, sonst ist es wieder weg. Das kenne ich doch, dann muss ich es nochmal spielen. Idee und Umsetzung. Real Troll, kenne ich nicht, nie gehört. Muss ich nur noch schauen, was die anderen 2 Videos auch mal irgendwann hochbekommen. Besonders dann geht an wegen der Kopie Musik. Spielelektor. Beta-Tester Maus und Drack. Gut, dass ich mich jetzt überhaupt nicht mit 10 auskenne. Grafik. Soll das eine Anspielung auf irgendwas sein? Refmap. Sowie. Boah, Daus, Mandrake, Drack, Dreck, Verhummer, Check and Drake, Malex, David. Ey! Das kann ich nicht lesen! Ich hasse es. Technik. G-Sand SDS, Koriant, Ramonto.
Musik. Das kann keine Anspielung auf Super Nintendo sein, nein. Schön. Davis Pride. Sowie das liebe Internet. Moment, bist das nicht um die Kategorie Porno fallen? Beta-Tester. Beta-Tester-Maus, Blank, Davis Pride, Grogok, Kati, Invoke, Mystika. Warum machst du dich noch schneller, damit es ja nicht niemand lesen kann? Ja, nicht niemand, ja. Ende. Ui. Ja, da kommen auch noch mehr Seiten, ne? Die sind jetzt alle weiß. Das ist immer das, die letzte Seite ist immer weiß. Erstaunlich. Jetzt liefern die Bücher schon ihren eigenen Abspann mit. Allem anderen war es ganz vergnüglich. Liebe Zeit, wie lange habe ich denn gegessen? Ich habe das Buch gegessen, nicht gelesen. Gesessen. Stano Grimmig, Löwe von Asur, du schreckst mich nicht. Hoffentlich wäre das nicht auch wieder so ein Roman, dem der Autor deine dünne Fortsetzung folgen lässt. Doch, klar. Es gibt schon 17 Nachfolgeteile. Nu, was haben sie denn hier verloren? Muss ich die Anspielung jetzt verstehen? Egal, die Reise ins All ist erstmal durchgespielt. Jetzt werde ich irgendwann nachher dann noch meine alten Saves reinkopieren und den alternativen Weg, den man unterwegs gehen kann, gehen. Und ja, wenn ich den dann gemacht habe, dann ist es durch. Das Projekt fertig, ja. Aber dann, bis dahin könnte es noch ein paar Minuten dauern. Ja, ich denke mal, 2, vielleicht 3 Aufnahmesessions. Könnte reichen. Aber das werden wir dann sehen. Das war's erstmal mit Die Reise ins All für heute. Leute, es reimt sich. Man merkt ja auch, mit der Leertaste kann man beenden. Egal. Ich muss aber noch verabschieden, das geht sonst nicht. Wo war ich? Ah ja, richtig. Nee, keine Ahnung. Wayne. Hey, mich interessiert. Das war's mit Die Reise ins All für heute. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.